Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Far Cry Primal auf der Xbox One. Ja, heute geht's weiter für unsere Jaima, nachdem wir uns ja in der letzten Folge ein bisschen mit unserer, ja, wie soll man ihn nennen, nicht allzu großen Leuchte beschäftigt haben. Diesmal sollen wir jetzt auf eine große Jagd gehen für Jaima. In dem Fall würde ich auch gleich hier dieses Gebiet mit für uns beanspruchen, dass das da auch mal alles uns gehört. Da stört mich noch so ein bisschen das Fleckchen da unten. So, da sind wir auch schon am Schnellreisepunkt. Dann setze ich gleich mal den Weg hier her. Was haben wir denn hier noch alles? Was soll ich Ventures helfen, Totems zu errichten? Soll ich irgendwas erkunden, irgendjemand vernichten und irgendwas töten? Na, schauen wir mal, wie weit das wir bei diesen Missionen da dementsprechend heute kommen. Als erstes suchen wir uns mal das Lager. Müssen wir erstmal hier irgendwo hoch. Das war ja hier, als ich das letzte Mal hier irgendwelche Steine finden musste. Das kenne ich noch, das Lager. So, unser Bär ist schon mal da. Erwischt. Ich muss sagen, mittlerweile der Speer macht mir immer mehr Spaß. Ich gehe so immer ein bisschen mehr weg vom Bogen. Weil ich ja eigentlich ein leidenschaftlicher Bogenschießer bin. Sobald es in einem Spiel einen Bogen gibt, nutze ich eigentlich fast nur noch den Bogen. Ah, schauen wir mal. Ich glaube, das ändert sich auch dann recht zügig wieder, sobald man den Langbogen oder diesen Scharfschützenbogen haben oder wie sich der nennt. Der macht bestimmt Spaß. Da sind wir leider noch nicht so weit im Hüttenausbau. Müssen wir mal schauen, dass wir da die nötigen Rohstoffe in einer unserer nächsten Folgen mit ranbekommen. Denn den will ich ja auf jeden Fall einsetzen. Sind wieder ein paar Meter. Er liegt hier rum. Also was ist mit dem Bogen auch sehr schlecht. Ja, gerade bei solchen Sachen, zum Beispiel im Nahkampf oder was, da macht sich einfach so ein Speer besser. Alles voll. So, dann geht's weiter. Was haben wir hier? Meine Wildsau. Na, jetzt kommen diese Rothunde schon wieder. Ja, die trauen sich auch nicht an den Bären ran. Ist recht praktisch. Der Bär verschreckt dann doch auch ein paar Tiere. So, da drüben ist das Lager. Ein bisschen Schilf wieder mitnehmen. Das brauchen wir ja auch. Ziegen brauchen wir jetzt eher weniger. Ja, so wie es ausschaut, wird es da dann schwer mit unserem Bären. Oh ne, der schwimmt einfach mit. Das gefällt mir natürlich noch besser. Na, bis jetzt unser Tiger oder unser Wolf, die sind ja dann einfach am Ufer stehen geblieben. Und waren auf einmal irgendwann wieder da. So, da
Dann schauen wir uns doch erstmal das Gebiet da wieder ein bisschen an. Ja, das ist ein Izilia-Lager. Ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht. Feueranbeter. Ah, das sind wieder ein paar. Oh, dann sorgen wir mal den ersten. Da kann ich jetzt solche Aktionen nicht machen, wie mit dem Mammut zum Beispiel, dass wir einfach reinstürmen und alle überrennen. Da müssen wir ein bisschen anders agieren. Komm wieder hoch mit einem Köpfchen. Da hinten kommt einer. Den soll sich mal mein Bär kümmern. Und bis jetzt sind wir noch nicht entdeckt worden. Jetzt denken sie alle, da ist ein Bär. So. Das war's schon mit dem Außenposten. Sehr schön. Mensch-Bevölkerung erhöht und wir haben keinen Alarm ausgelöst. Na, das gefällt mir doch. Jetzt looten wir da hier noch ein bisschen. So viel können wir wahrscheinlich eh nicht mehr tragen. Tasche voll. Haben wir genug Pfeile? Dann machen wir wieder ein paar, wenn die Tasche eh voll ist. Na, ja, die freuen sich da oben. Sehr schön. So, dann haben wir das Lager. Dann machen wir uns doch jetzt mal hier runter auf den Weg. Bisschen hoch. Ich dachte, ich kann gleich vielleicht bis ins Wasser springen. Hat aber doch nicht so ganz funktioniert. Oh, kann im Wasser auch essen. Okay. Haben ja auch genug Fleisch. Unser Bär hat uns schon eingeholt. Ist ganz schön zügig. Da hat er ja eigentlich nur zwei oder... Ja, zwei Punkte hat er, glaube ich, in Geschwindigkeit. Aber dafür ist er ganz schön schnell. Eine verlassene Hütte. Ein paar Ziegen noch. Das war's. Mal schauen, ob er so einen Affen auch erwischt. Nix, Feuer, Feuer. Bevor die mir da Alarm auslösen. Wer weiß, was dann wieder alles gerannt kommt. Nö, nö. Können wir denn eigentlich unsere Speere mittlerweile verbessern? Ja. Upgrade erhöht, Schaden nicht, Haltbarkeit und Geschick wird erhöht. Na, das machen wir doch gleich mal. Sehr schön. Und für den Bogen, was brauchen wir da noch? Nordschwarzstein und Nordton. Also müssen wir als nächstes mal ein bisschen Richtung Norden gehen. Na, da würde ich vorher dann doch lieber erst die wärmere Kleidung machen. Mal schauen. Dazu brauchen wir noch ein, zwei Wölfchen.
die wir da mal mit erledigen können. Was machst du da? Ja. Ach, der bringt mir irgendwelche Gegenstände, stimmt. Na, mal schauen. Schließe dich Jaimas Jägern an, um ein Mammut zu erlegen. In der letzten Folge, glaube ich, hatte ich es noch gesagt, ob man da vielleicht mal die Möglichkeit hat. Und nun ist es schon soweit. Das finde ich doch sehr schön. Mal schauen, wie die Jagd abläuft. Ich hoffe mal besser als unsere erste Jagd. Nicht, dass uns da wieder so eine Miezekatze dann uns Mammut abspenstig macht. Was haben wir hier? Ah, wieder ein Nashorn. Mal schauen, wie unser Bär sich gegen so ein Nashorn macht. Auch recht zügig. Nein, ich möchte Speere. Mit dem Fallen glaube ich nicht, dass ich da viel Chancen habe. Die prallen doch ab an so einem dicken Ding. Oder bleiben einfach nur im Fett stecken. Hier waren die anscheinend. Hier brennt irgendwie Feuer. Da oben steht einer. Das ist einer von uns. Okay. Dann sind wir da. Im Jagdgebiet. Mit dem soll ich sprechen. Okay. Oder mit der? Aha. Das soll ich jetzt hier hochlocken. Na, wenn ihr weiter keine Wünsche habt. Ich hoffe, das ist wieder so ein Babymammut. Und nein, das ist ein großes. Oh oh. Ich will nicht. Nein, ich möchte nicht. Das Mammut zu den Jägern. Hey Mammut, andere Richtung. Hua. Hua. Das ist ganz schön schnell. Das noch hinter mir. Lauf. So. Erlege das Mammut, na, wenn es weiter nichts ist. Warum muss ich das hier rumführen? Vielleicht wird es brennend besser. Oder wird es dann nur aggressiver? Na, das muss doch irgendwann mal umfallen.
gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir's. Puh. Ich glaube, ich hätte es mir in der letzten Folge doch nicht wünschen sollen, dass ich das Mammut jagen soll. Aber wir haben's. Puh. Krasse Geschichte. Yay. Da können wir uns freuen. Das reicht für ein paar Tage Essen. Ja. Lecker, lecker Mammut. Keine Angst, der gehört zu mir. So. Dann haben wir doch die Aufgabe auch erledigt. Schauen wir mal, was wir jetzt hier noch Schönes in der Nähe haben. Windscher Befreiung. Na, das machen wir doch gleich mit. Wenn wir ja schon eh mal da sind. Die trauen sich doch nicht ran. Ich bräuchte mal noch so ein paar Wolfs heute. Bleib doch mal da. Einen haben wir. Die anderen haben wir verfehlt. So. Na, wenigstens haben wir eine Haut mal wieder dazu. Na, machen wir doch. Mhm. Sind von den Itzilda gefangen. So, da dürfen wir uns wieder nicht entdecken lassen. Na, dann schauen wir uns doch hier mal wieder alles schön von oben an. Müssen wir erstmal wissen, wo wie viele sind. Ist ja immer recht praktisch. Da ist wieder so ein Giftmensch. Den schalte ich als erstes mal aus. Die mag ich überhaupt nicht. Das war mal gar nichts. Irgendwie haben die mich entdeckt. Da ist noch einer. War noch einer. So. War zwar nicht ganz so wie geplant, aber es hat funktioniert. So, binden wir euch noch los. So, ab in unser Dorf. Was haben wir jetzt hier noch in der Ecke? Das Leuchtfeuer, das nehmen wir uns natürlich auch gleich mit.
Da haben wir hier einen Schnellreisepunkt, die brauchen wir ja immer. Mal schauen, vielleicht finden wir ja auf unserem Weg dahin noch ein Wölfchen. Hab ich's verschreckt. Das wollte ich doch gar nicht. Mal wieder Udam. Da ist er. Brauche ich gar nicht mehr schießen. Das erledigt sich alles von alleine. Na, der Bär ist schon sehr praktisch. Schon fast da. Also recht wohl fühle ich mich trotzdem hier in der Nacht nicht. Aber eigentlich kann uns ja nicht sehr viel passieren. Ich glaube sogar, diese Raubkatzen halten jetzt vor uns ein bisschen Abstand. Säbelzahntiger wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest die kleineren. So, sind wir gleich da. Mal schauen, wer sich da wieder rumtreibt. Itzilas. Wo sind sie denn? Da versteckt sich einer. Den treffe ich so nicht. Ein bisschen heilen. Das war fast ein bisschen. Aua! Lässt du das mal? So. Problem gelöst. Dann können wir unser Feuerchen hier anzünden. Lebt der noch? Nee. Den hat's leider erwischt, unseren Bären. So. Und da haben wir wieder ein neues Gebiet. Erst das Lager ausgeschaltet, dann den Wachposten übernommen. Und dann sehen wir alles. Sehr schön. So, dann machen wir an der Stelle mal Schluss. In der nächsten Folge ziehen wir dann dementsprechend in die Jagd. Schauen, vielleicht gehen wir hier ein bisschen in die Richtung. Mich würde natürlich auch hier erstmal der Norden interessieren, damit wir hier, hier die nächsten Sachen bauen können. Hier haben wir sogar noch was, die Keule. Mehr Schaden, mehr Haltbarkeit machen wir doch natürlich sofort. Ja, ich hätte gern diesen Langbogen. Also,
Gehen wir als nächstes in den Norden. Machen wir hier oben mal irgendwie ein bisschen Missionen. Ich werde wahrscheinlich nebenbei ein paar Wölfchen erlegen, damit wir auch genug haben für die warme Kleidung. Hier haben wir ja hier. Brauchen wir noch einen Wolf. Gut, der läuft uns wahrscheinlich noch irgendwie im Laufe der Zeit über den Weg. Dann machen wir an der Stelle hier erstmal Schluss. Ich lege mich wieder ins Dörfchen zum Schlafen. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, schönen Tag dann noch.